Seit dem letzten Besuch von Wiener Neudorf TV auf der Baustelle sind 2 Monate vergangen und es hat sich in der Zwischenzeit einiges verändert. Für die Bevölkerung entscheidend ist, dass die alte schmale Gubinbrücke mittlerweile abgebaut wurde und infolgedessen ein Überqueren des Mödlingbaches im Bereich der Bründelgasse seit dem 21. Oktober nicht mehr möglich ist. Es wurden in der Zwischenzeit die beiden Brückenfundamente hergestellt und die neuen, wesentlich flacheren und breiteren Zufahrtsrampen zur neuen Brücke aufgeschüttet und befestigt. Damit der beliebte Radweg nach Mödling demnächst wiederhergestellt werden kann, wurden während unseres Baustellenbesuches die riesigen Kunststoffrohre, durch die der Mödlingbach während der Umbauphase unterirdisch umgeleitet wurde, aufgeladen und abtransportiert. Sollte alles plangemäß verlaufen, dann könnte der beliebte Fuß- und Radfahrweg entlang des Mödlingbaches noch im Dezember 2013 für die durchgehende Benutzung freigegeben werden. Bei der Brücke selbst ist aber noch etwas Geduld angesagt. Letzten Informationen aus dem Bauamt der Marktgemeinde Wiener Neudorf zufolge wird diese Brücke erst Ende Jänner 2014 geliefert und danach versetzt. Das eigentliche Bachbett des Mödlingbaches ist dagegen seit einiger Zeit fix und fertig und auch die Böschung auf der Nordseite des Mödlingbaches wurde bereits begrünt und neue Sträucher ausgepflanzt.